Nehme ich eigentlich mit zwei auf, mit zwei Tonspuren? Du kannst, indem du halt die Tonspuren auswählst, kannst du halt einstellen. Oh, das mache ich jetzt nicht, das teste ich irgendwann anders. Du musst halt ein OBS einstellen. Ja, nee. Ich glaube, ich stelle mich noch ein bisschen lauter. Wobei, doch, ich komme nicht in den roten und du kommst in den roten Bereich. Ich komme in den roten, das ist aber nicht gut. Nee, das hört sich trotzdem gut an. Ich habe das ja schon... Ja, nur schon über den roten halt nicht. Wenn ich jetzt laut werde, hast du ein Problem. Gut, dann mache ich dich halt noch ein bisschen lauter. Moment mal, seit wann haben wir vier von den Kübeln? Von den Einmachdingern? Hallo an alle zu Midnight Dota. Du hast es noch nicht eingestellt. Nee, ich hab's noch nicht eingestellt. Sehr gut. Und vor allen Dingen ist es echt schon Habitus, Midnight Dota zu sagen, aber ist es kein Midnight Dota. Wie viele Melonen wir angebaut haben, das ist doch nicht. Oh fuck, Mann. Diesmal ist es nicht meine Schuld. Ja, ich weiß, dass ich das war. Ich hab's letztens geschnitten. Ah ja, siehst du mal. Du bist schuld. Trotzdem haben wir ganz schön viele Melonen. Ja, du arbeite mal noch so ein bisschen und dann komme ich auch irgendwann dazu. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich nicht weiß. Die Folge 21 vor der Folge 20 hochgeladen habe, aber es fällt eh niemand mehr auf. Kein Mensch guckt bei YouTube. Doch, ich hatte immer so ein, zwei Klicks. Mehr aber auch nicht. Das bin mittlerweile nicht mehr ich. Das ist jetzt jemand anders. Sehr schön. Also, weil ich ja jetzt, seit ich ja beschlossen habe, Best-ofs zu machen, gucke ich ja tatsächlich jede Folge bei mir und sie mir dann nochmal bei dir anzugucken. Oh, sorry. Also ich habe was Besseres zu tun, als einmal die Woche zwei Stunden Stardew Valley zu spielen und es mir vier Stunden anzugucken. Schweinerei. Ich gucke nur ab und an, gucke ich, wenn irgendwas Lustiges passiert ist, gucke ich, wie du geguckt hast. Das interessiert mich dann. Ich habe tatsächlich jetzt wieder angefangen, die Sachen kürzer zu schneiden, weil ich glaube, es kommt auch besser an. Na gut. So insgesamt. So wie du möchtest. So. Zumal du es ja eh ungeschnitten hochlädst, kann man es im Zweifel auch bei dir gucken. Ja. Ich habe ja aufgeholt, weil du kürzere Sachen machst. Weil ich kürzere Sachen mache? Du hast nur 15 Minuten immer und ich habe immer 30. Ja, ich habe immer einen Tag jetzt gemacht und habe gemerkt, wenn ich immer nur einen Tag mache pro Folge, dann wird das immer mehr, was ich in Reserve habe. Ja. Jetzt habe ich wieder kürzer geschnitten auf ungefähr 15 Minuten, aber es sind zwei Tage, die dann da drin, also so quasi 30 Minuten auf 15 Minuten geschnitten. Oh, toll, jetzt geht mein Handy auf deinen Chat, weil ich jetzt Ankündigungen von dir angeklickt habe aus Versehen. Ich will nicht den Ben zugucken. Ich will zu meinem... Die Frage ist eher, warum es so laut ist bei dir, weil ich hab doch gar nichts, was so laut ist bei mir gerade. Das ist mein Handy. Aber warum ist das Handy so laut, wenn bei mir ist nichts laut? Das ist... Medien sind laut. Wie breche ich das denn ab? Ich will das... Ja, toll. Ah, jetzt höre ich mich, sehr gut. So, jetzt habe ich dich aber auch weg. Jetzt bin ich bei mir. Jetzt kann ich noch einrichten, was für... Bis ich eingerichtet habe, alles bist du schon längst am nächsten Tag. Jetzt kann ich das Spiel noch einrichten. Ich sag mal, es ist gleich 12 Uhr, ne? Und gegossen, gießen müssen wir nicht mehr so viel. So. Jetzt ändern wir das noch. Stimmt, es ist ja jetzt eh bald Herbst, ne? Mhm. So. Mein Titel ist auch heute, auf geht's zum Herbst. Stardew Valley. Ach, hier kann ich noch ernten. Jawohl. Gib mir die dicken Melonen. Ja. Ja. Ich habe dicke Melonen geerntet. Ja. Ich habe richtig dicke Melonen geerntet, ja? Ja. Ernte du mal dicke Melonen. Du wurdest bestimmt rausgeworfen. Oh, jetzt habe ich den Einladungscode noch gut sichtbar. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Der läuft jetzt die ganze Zeit hier so. Eventuell kommt auch irgendjemand, den wir gar nicht kennen. Ich habe da ein bisschen was versteckt. Geht wieder nicht, weil wir kein weiteres Haus haben. Der kann nicht rein. Man kann es wohl eh nur zu dritt spielen. Nö. Man kann es zu viert spielen. Okay, also ich kann doch drei weitere Häuser dazu bauen lassen beim Start. Das ist doch Quatsch, wenn ich dann nur zu dritt spielen könnte. Wir haben 9000. Wir müssen Geld zurücklegen für den Herbst. Natürlich, wir wollen ja direkt anbauen. Pam ist durstig, Pam will ein helles Bier. Der Bürgermeister will die Shorts zurückhaben und ich muss immer noch Level 5 in den Minen machen. Ja, das wird jetzt mal Zeit. Ja, ich gehe mal Level 5 in den Minen machen.
Du kannst immer so viel Hip-Hop hören, wie du möchtest. Es sei denn, ich bin in deinem Stream und schau dir bei ein paar Sexual spielen zu. Dann nicht. Ich glaube, ich habe bei ein paar Sexual noch nie Hip-Hop gehört. Und mir wäre neu, dass du mir bei ein paar Sexual wirklich zuschaust. Ich habe dir oft bei ein paar Sexual Streams zugeschaut. Ja, das sagst du jetzt nur so. Das weißt du doch. Nö. Dir über meine Problemchen zu reden, ansonsten bist du ja schwer greifbar. Schwer greifbar. Nein, stimmt nicht. In letzter Zeit habe ich dich ziemlich oft ziemlich viel zugegüllt. Einfach weil du der Einzige bist, der mir wirklich helfen kann mit dem Streamkram. Tatsächlich bin ich immer erstaunt, wie viele Leute streamen und keine Ahnung von dem Scheiß haben. Ja, dito. Da gehst du in Streams rein und fragst die, warum streamst du nur mit 4 Mbit? Keine Ahnung. Hat mir so jemand so eingestellt. Und denkst du, ja, okay. Ich habe auch überlegt, ob ich es wieder höher stelle, aber dann kann mir Olaf nicht mehr zugucken, weil es dann bei ihm hakt. Das ist auch blöd. Dann musst du größer werden, dann hast du irgendwann die Qualitätsoption. Aber nur für Subscribers. Nee. Das hat nichts mit Subscribern zu tun. Ob du die Qualitätsoption damit was zu tun, wie viele Zuschauer du hast, dann kriegen das alle Zuschauer oder keiner. Ja, aber... Okay. Also das kriegen Menschen alle. Muss ich dafür sein? Keine Ahnung. Frag mal Twitch. Die Zuschauer sollten auf jeden Fall zweistellig sein, bin ich mir relativ sicher. Die haben es auch mal runtergesetzt. Früher war es eigentlich nur für Leute, die Partner waren und Leute, die, keine Ahnung, so an die 100 Zuschauer oder 50 bis 100 Zuschauer, je nach Spiel, das variiert ein bisschen. Inzwischen haben das deutlich mehr Leute bekommen, so eine Qualitätsoption. Also ich habe ja, beziehungsweise ich hatte, jetzt nach heute gilt das wahrscheinlich nicht mehr, habe ich zumindest diese durchschnittliche 3 geknackt. Ist ja nicht durchschnittlich 2 für Affiliate? Hä? Für Affiliate brauchst du bloß durchschnittlich 2 Zuschauer, ne? 3. Okay, das war mal 2. Haben sie auch hochgesetzt anscheinend. Also bei mir steht 3. Ja, kann ja sein, das war halt am Anfang mal niedriger. Das hatte ich jetzt jedenfalls erreicht, aber wie gesagt, das wird jetzt, nachdem gestern kaum jemand zugesehen hat bei Dota, was vielleicht daran liegt, dass ich die ganzen Wochen ja nicht mittwochs gestreamt habe, sondern donnerstags. Kannst du halt weitermachen. Ja, überlege ich mir nachher. Ich muss ganz ehrlich sagen, so 2-3 Stunden reichen mir dann auch. Wobei es ja angenehmer ist, wenn ich parallel mit dir babbeln kann. Soll ich bei Dota dabei bleiben, damit du mit mir babbeln kannst? Nein, aber ich da unten hast du nicht gegossen. Oh, ich übersehen. Tut mir leid. Ich gieß. Was wollte ich sagen? Achso, nee, das wesentliche Problem ist wirklich die Sitzposition. Dass ich brauchst halt einen besseren Stuhl. Ich sitze hier auf dem Sofa, nach wie vor. Ja, du brauchst halt einen besseren Stuhl. Ich brauche überhaupt gar keinen Stuhl. Ich habe einen Stuhl. Ich brauche diesen Mikrofonhalter für den Schreibtisch. Oh. Den brauche ich. Blumen essen bringt mir leider gar nichts. Es kommt auf die Stärke der Blume an. So. War eine Silberblume, hat mir nichts gebracht. Es kommt auf die Art der Blume an. Sehr schön. So. Nee, so, Tagebuch also, aktualisiert. Wenn ich mir dann im Oktober diesen Mikrofonständer gönne, dann müsste es für eigentlich geltlich langen wow. Für den Mikrofonständer. Und dann kann ich mich an den Schreibtisch hocken und dann ist es auch gemütlicher, mal länger als 2 Stunden zu streamen mit Facecam. Weißt du was? Nur die ersten 5 Level musst du selber machen, danach kannst du einfach porten. Für die Quest meinst du? Ja. Na gut, wir haben ja die Arbeit schon gemacht, Felix und ich. Ja, aber Level 5 geht halt nicht. Da darfst du nicht porten. Boah, der hat mich nie auf Level 5 geportet. Das wäre natürlich dumm Schräg. Gewesen. Jedenfalls habe ich wieder jede Menge Steine. Und ein bisschen ja, Kohle. Ich mache hier auch Steine. Wir könnten auch Steinschilder machen. Die halten länger, ne? Ja, die halten länger und davon haben wir auch so sau viel. Ich hatte irgendwie noch einen Haufen Steine in meinem Inventar. Das habe ich jetzt gerade weggetan. Oh, ich laufe gegen den Zombie. Ich hatte irgendwie über 100 Steine noch im Inventar und ich weiß nicht warum. Oh, und wir haben wieder Honig. Honig. Nehme ich auch noch mit. Schilder? Kann ich schon Schilder? Doch, ich kann schon schnell Schilder machen. Wäh. Ich. So.
Dann kann man ja in die Schilder irgendwas reinlegen, was markiert, was man da irgendwie drin hat. Nee, nicht hier hin. So. Ja, zack, zack. Wie ist denn das? Kann ich da jetzt... Ach, cool. Guck mal, da oben kommt jetzt unsere Baumaterialkiste hin. Oder nee, die lassen wir weiter unten. Wir machen die Sammelkisten da hoch. Das ist irgendwie sonst blöd. Nein, ich will mein Schwert da ablegen. Okay, die Frühlingskiste kommt jetzt da hoch. Was war denn unsere Frühlingskiste? Die grüne, ne? Die hellgrüne, ja. Hellgrün? Nee, dunkelgrün. Ja, dunkelgrün, Entschuldigung, ja. Vollkommen korrekt. Scheiße. Oh, und die fährt ich mal mit hier rein? Das ist jetzt natürlich blöd. Nur damit du auch wieder was machen kannst. Also, wir können jetzt überlegen, ob wir uns Tiere holen, damit wir im Winter was zu tun haben, weil das Gewächshaus schafft man nicht mehr. Oh, du hast recht. Weil die Tomaten nicht angepflanzt hatten. Ja, yeah. Und vor allen Dingen sollten wir, Sammeln, Stufe 6. Dann auch schon Silo und sowas kaufen, ach, damit so. Wir Heu einlagern können für den Winter. Sonst ist das echt zu teuer. Ich kann einen Teleport-Totem für den Strand bauen. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Warum kommen solche Sachen doppelt? Wie viel brauchen wir denn für den Stall und sowas? Das ist eine gute Frage, Nächste. Ich kann ja mal hingehen gucken. Oder soll ich gucken gehen? Wenn du gießt, gehe ich hingucken. Na, dann gieß ich. Bump. Ich gebe das nochmal kurz. Ich muss ja noch die Schilder fertig machen. Also ich wollte jetzt eh nicht. Das Glück wird nicht auf meiner Seite sein. Es regnet. Und morgen wird es wieder Sonne geben. So, dann kannst du aber auch ernten und alles. Dann lasse ich Geister dir das alles. Geister geben mir Glück. Guck mal, ich bin 100.000 Schritte gegangen. Ben, ich habe gehört, du hast ein paar Leuten in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir hiermit den beste Nachbarin-Preis dieses Monats. Mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, der Bürgermeister. 500 Gold beigelegt. So, wir machen jetzt... Also, wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du einen Platz in meiner Abenteuergilde verdient. Muss ich noch 10 Schleime töten, damit ich das krieg. Und dann noch ein Schleim. Dann lagern wir die... Wie viel Holz und Steine brauchst du jetzt? Oder hast du das schon gebaut? Ich brauche jetzt nur noch ein Schild. Ein Schild. Das heißt, bau mal, dann nehme ich direkt Holz und Stein mit und guck mal, ob ich das direkt bauen lassen kann. Und auch Fasern. Und kann auch Fasern mitnehmen, aber ich glaube... Ich nehme das meiste mit, ja. Hast du jetzt gebaut? Ja, ich habe. Dann, wenn du sagst, Hartholz, Steine und Fasern. Ja. Und hier ist übrigens noch gemischte Saat drin. Einmal. Wir können ja immer die aktuelle Truhe. Du machst das stehen. Da oben hin alles jetzt? Das ist doch voll weit weg. Ich mach die Sachen aus dem Weg. Sowas wie die Frühlingskiste und die. Aber das ist doch voll weit weg. Ja, und die aktuelle Kiste lassen wir unten stehen. Dann haben wir unten immer nur die aktuelle. Dann musst du die aber immer zum Anfang das Ding ins Umbauen. Ja, da ist nur ein Haufen Zeug drin. Kein Stress. So, gehen wir nochmal gucken. Was ist denn hier gerade der Auftrag? Und hat irgendjemand Geburtstag demnächst? Wir haben den Fischer Geburtstag verpennt, aber bis zum Ende des Sommers hat niemand Geburtstag zumindest. Tanz der Mondlichtquallen kommt dann noch. Auch wirklich gerade aktuell brauchen. Hühnerstall kostet 4.000. Der große Stall kostet 6.000. Ja, Boden braucht man nicht. Silo kostet 100. Und Kupferbahn, die habe ich nicht mitgenommen. Und Lehm. Die Mühle kostet Stoff, das habe ich auch nicht mitgenommen. Und 2.500. Stoff haben wir gar nicht. Ja, das müssen wir halt Webstuhl, da brauchen wir erstmal die Schafe oder sowas dafür. Wahrscheinlich, wenn das weben. Dann gibt es noch den Schuppen. Ein leeres Gebäude, fülle es mit was auch immer du willst. Der Innenraum kann eingerichtet werden. 15.000 kostet der. Pferdestall kostet 10.000, 100 Hartholz und 5 Eisenbahn. Wir haben weder 100 Hartholz noch 5 Eisenbahn. Nee. Dann fangen wir halt mit einem großen Stall an. Sag mal, Blaubeeren sind doch eigentlich Sommer, oder? Wir können auch einen zweiten Versandbehälter bauen. Blaubeeren sind Sommer und wir sind noch im Sommer, ja. So brauchen wir einen zweiten Versand... Kann bauen. Damit du wahrscheinlich nicht über das ganze Gelände laufen musst, um Sachen zu verkaufen, wenn du es mehr gebaut hast. Ach so. Also würde ich jetzt einen großen Stall bauen, ja? Ja. Für 6.000. Ja, finde ich gut. Siehst du, wo ich den platziere? Nee, ne? Hast du einen Vorschlag, wo ich den hin platzieren soll?
Halt so, dass noch siehst du mich? Ja. Okay, dann lass mal gemeinsam gucken. Da, wo aber Gras ist, kann ich nicht hinbauen, sage ich jetzt schon mal. Dann siehst du, kannst du nicht. Da, wo überall Gras ist, kann ich nicht hinbauen. Ne, ich kann ja Platz machen. Bin ja hier. Ja, wenn du das dahin haben willst. Also, wenn wir, ich weiß nicht, zu weit weg ist wahrscheinlich auch nichts. Müssen wir dann jeden Tag füttern. Aber die brauchen halt auch Platz zum Laufen, gell? Also vielleicht auch weiter hinten. Da, wo du gerade warst, hätte ich sonst hingetan. So wie ungefähr. Du hier so? Nee, weiter unten. Da unterhalb. Rechts, Stück rechts. Da so hin, dachte ich. Und dann nach unten sozusagen das Gehege. Ach so, mitten rein? Ja. Findest du doof? Ja, weil das Problem ist ja, wenn du jetzt, du hast halt Platz, guck mal, jetzt bei dem Haus zum Beispiel, haben wir halt hinten dran Platz und wenn man dann da irgendwie Saatgut Wenn du hinterm Haus bist, sehe ich dich nicht, ne? Ja, genau, das ist ja das Blöde, weil wenn du dann hinter dem Haus bist und da dann irgendwie Beete hast, dann ist es irgendwie doof. Und wenn wir den Stall mitten, wobei wir können ja auch beim Stall ringsrum machen, also wenn wir hier in der Mitte den Stall machen, können wir ja auch ringsrum das Gehege machen. Aber das Gehege, also der Ausgang für die Tiere ist immer nach unten, erstmal. Ich kann es nicht drehen. Geht auch zur Seite. Nein, da ist eine Markierung, dass das nach unten ist. Ja, aber das ist ja egal, die laufen ja dann durch das ganze Gebiet, die gehen auch nach oben. Aber die müssen erstmal unten raus. Mach's ruhig in die Mitte, das ist okay. Und dahin, wo der Baum ist. Oder bist du es wirklich. Dann musst du den Baum abmachen, also wegmachen. Kann den Baum auch wegmachen. Ja, dann mach. Moment. Und den Baum daneben wahrscheinlich auch. Hab's gleich. Ja, ich kann dir ja zugucken, wie du da rumhaust. Das kleine Ding, genau. So, jetzt dahin einfach, hast du gesagt? Jo. Wie hoch maximal? Also wo soll es oben enden? Ja, so. Okay. Vielleicht. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, passt doch. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäudestall zu arbeiten. Habe ich nichts zum Verschenken mit. Jetzt haben wir 3 Stunden drüber diskutiert, typisch deutsch. Das ist aber auch, wobei man kann es hinterher auch wieder ändern. Man kann sagen, es ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben, aber das stimmt halt auch nicht. Ne? Ach so. Lehm soll ich jetzt noch holen für das Silo, ne? Ja. Und hast du jetzt eine Idee, wo das Silo hin soll? Och, ganz im Ernst, das ist echt nicht groß. Pack das irgendwo hin, wo es nicht nervt. Ah, das geht aber natürlich. Es geht ziemlich weit nach oben. Mach's lieber mal so relativ weit oben bei uns in der Welt. Okay, ich pack das jetzt da hin, wo du die Kisten hinpacken wolltest. Wie jetzt? Da stehen schon Kisten. Ja, ich stell's aber direkt davor. Natürlich. Super. Guter Plan. Ja, oder ich pack's da hin, wo die Katze immer rumlungert. Was zum Henker ist hinter meinem Haus, dass ich da nicht durchlaufen kann? Was? Da ist nichts. Was denkst du denn? Oh, verdammt, es ist nämlich schon der Tag rum, jetzt bin ich Warum zu viel hinterher gelaufen. Warum ist denn da ein Kohlebrennofen? Was hat denn der da zu suchen? Weiß nicht, wie der da hinkommt, der muss hingelaufen sein von ganz allein. Alles klärchen. Der Tag ist schon vorbei und ich habe keine... Doch, ich habe noch genau einen Köder. Geil. Oh, ich habe glaube ich Iridiumerz. Ach nee, ein Amethyst. Iridiumerz, cool. Nee, ein Amethyst. Schade. Ach ja, wir kriegen davon noch mehr als genug. Ich habe übrigens jetzt ein neues Achievement bekommen, was ich vorher noch nie hatte. Ich war noch nie ganz unten in der Mine. Echt nicht? Nope. Ich habe ja gesagt, ich habe nie gemint. Krass. Krass. Ist ja voll schräg. So, und die hauen wir jetzt mal alle weg. Du hast die Farbe aber nicht mehr gesetzt. Was soll denn das? Ich bin ja noch nicht fertig. Ich musste ja dann ernten. Ja, ernten. So. Jetzt versuchst du Ausreden jetzt zu finden. Jetzt müssen wir ins Bett. Wir haben schon eins. Ich geh erstmal schlafen. Hast du recht. Katja! So. Du bist doof. Schau dir beim Felix. Ach, beim Felix ist ja auch zu. Ach, ist jetzt alle doof. Langsam mal ins Bett, gell? Entscheide ich mal, wo du schläfst. Geht der Ofen halt kaputt. Weil ich nicht aufnehmen konnte, weil mein Inventar voll ist. Hättest
hättest du vielleicht mal was sagen sollen, ich wäre nochmal rausgekommen. Hofarbeit Stufe 8. Ja, ich geil, kann jetzt ich das jetzt Fass herstellen, um Bier zu brauen. Und die kann Ölpresse jetzt, kann ich auch machen. Ich kann jetzt endlich einen Qualitätssprinkler machen. Und Kampfstufe 1. Kann dir jetzt helfen. So. Ein bisschen Geld verdient. Nö, ist in der Mine gar nichts eingenommen, was ist los?